Ein bezauberndes, strahlendes Hallo, meine lieben YouTube-Zuschauer und Zuschauerinnen. Heute geht es um dieses Event. Respektive, bitte verzeiht mir, aber ich mache gerade Werbung für dieses Event, für mein allererstes Event. Das allererste Barcamp Odenwald Digital. Es hat noch nie ein Barcamp in diesem Format gegeben. Und das auch noch digital. Aber respektiv im zweiten Quartal, im dritten Quartal und im vierten Quartal wird es diese Eventreihe offline geben, wo du 5 Rednerinnen oder Redner on stage mit ihren 5-minütigen Vorträgen erleben kannst. Und dazu zeige ich euch die Webseite. So. So. Was ist eigentlich erstmal ein Barcamp? Und was ist das Barcamp Digital Odenwald? Ein Barcamp ist eine UN-Konferenz, stammt aus einer UN-Konferenz. Bedeutet, das allererste Barcamp wurde 2005 in Kalifornien während der UN-Konferenz von Teilnehmern, Teilnehmerinnen gegründet, die sich in einer Bar getroffen haben und verschiedene Themen behandelt haben. Kann man nachlesen auf Wikipedia, auf Google und so weiter und so fort. Aber so ist nicht dieses Barcamp oder auch nicht dieses Barcamp aus Berlin, München und so weiter und so fort. Berlin, München, Würzburg, die haben einen anderen Unique Selling Point, ein Alleinstellungsmerkmal. Dieses Event hat auch ein Alleinstellungsmerkmal. Und zwar, ihr als Teilnehmer, Teilnehmerinnen bekommt von den 5 Redner, respektive Rednerinnen, einen 5-minütigen Vortrag. Ich moderiere das Ganze, ich moderiere die Redner, Rednerinnen an. Von mir kriegt ihr ja natürlich auch den Inhalt, also auch ein paar Impulse mit. Und danach könnt ihr zu dem Redner oder Rednerin in die Breakout-Session gehen. Und dieses Event findet über MS Teams statt, wo deine Daten sicher sind, wo deine Daten nicht so geklaut werden wie bei anderen Dienstleistern. Du bekommst interessante Vorträge. Du kannst Netzwerk aufbauen, Expertinnen und Experten treffen, neue Themen decken, neue Ideen sammeln, dich inspirieren lassen, Feedback erhalten, Feedback geben. Das bekommst du alles. Das ist die Teilnahme. Das bekommst du als Teilnehmer oder als Teilnehmerin. Netzwerk ausbauen, triffst nette andere Menschen, kommst mal aus deiner Bubble heraus. Wir sind ja alle irgendwie momentan in einer Bubble gefangen, in einer Blase gefangen vor dem Rechner. Ja, jetzt siehst du natürlich auch heute bei mir am 18.02. vor dem Rechner. Aber du kriegst andere Menschen auf deinem Rechner. Und kriegst auch noch Unterhaltung. Besseres Netflix. Besseres TV. Ohne Werbung.
Und das, was du auf Netflix kriegst, kriegst du hier nicht. Netflix kann dir nur Bespaßung geben. Hier bekommst du Content zum Nacharbeiten, zum Aufarbeiten als Angestellter, Angestellter, Selbstständiger, Selbstständige, Unternehmer, Unternehmerin. Zu den Redner, Rednerin. Warum habe ich Speaker reingeschrieben? Das ist neugedeutscht. Ich mache die Englisch. Die Dr. Johanna Dahm. Da habe ich selbst schon ein Podcast-Interview mit ihr gemacht. Dr. Johanna Dahm ist die Entscheidungsqueen, hat ein Buch geschrieben über die Entscheidungsmatrix. Also geht es um das Thema Entscheidungen, Change Management in eurem Unternehmen. Egal, ob jetzt du klein, mittelständig oder selbstständig bist oder auch als Angestellter in einem deren Unternehmen arbeiten tut. Ola Schild, der Sichtbarkeitsmacher mit seinem Podcast, mit seinen Sachen, wie man sichtbarer wird. Anna Glück, die Glücklichmacherin. Thea Riemann, die Frau für den BVMW hier im Odenwald. Helmut Muß, der Mann, der Geschichten über die Natur erzählt. Und es passt. Wir leben in der Natur. Natürlich ich mit der Anmoderation und ich bin natürlich auch der Herausgeber, weil das ist ja auch meine Firma. Unter meiner Firma eingetragen. Ich gebe euch natürlich zu den einzelnen Themen als Moderator, als Anmoderator Themen noch mit hinzu. Ich moderiere dann Dr. Johanna Damm an, den Olaf Schild an, die Anna Glück an, Thea Riemann an, den Helmut Muß an. Und verbinde eine Geschichte immer mit diesen Vorträgen. Der Zeitplan für dich jetzt ganz wichtig. Jetzt musst du aufpassen. Kannst du auch alles hier ablesen. Der Link ist unten in den Shownotes. 18.02.2022. 19 Uhr. Wer nach 19 Uhr kommt, kommt nicht mehr rein. Meine Regel. Ich stelle kurz die Redner, Rednerinnen vor. Und die stellen sich selbst nochmal vor. Dann kommt der Erste, respektive die Rednerin zu einem Themen. Wer zuerst kommt, das muss ich nur ausknobeln. Vielleicht wird erst Entscheidung, dann Glück, dann Sichtbarkeit oder wird es ein Mix. Da habe ich noch keinen Plan. Aber diesen Plan habe ich schon im Kopf. Danach gibt es die Breakout-Session mit Feedback geben, mit Feedback erhalten und Netzwerken. Und wenn jetzt du, ihr Interesse habt, klickt dann da auf den Link. Dort kommt ihr zu Xing, zu dieser Veranstaltungsplattform. Dort gebt ihr euren Vornamen ein, Nachnamen ein, E-Mail ein und erhaltet ein kostenloses Ticket. Und mit diesem Ticket bekommt ihr dann weitere Informationen per E-Mail. Mit einem Link. Diesen Link kopiert ihr in eurem Terminkalender und schreibt Barcamp Odenwald 18.02. rein. Das geht ja so. Hey Siri, trage am 18.02.2020 einen Termin Barcamp Odenwald.
Ich kann keine Termine in der Vergangenheit eintragen. War wieder weg. Hey Siri, trage einen Termin ein am 18.02.2022. Um wie viel Bad. Uhr ist dieser Termin? 19 Uhr. Du hast da eine Überschneidung. Soll ich den Termin trotzdem eintragen? Ja. Das Ereignis steht für Dienstag in deinem Kalender. Zum Beispiel. Du kannst einfach sagen, hey Siri, trage den Termin ein am 18.02.22 Uhr oder was? Nee, 18 Uhr. Du hast da eine Überschneidung. Soll ich den Termin trotzdem eintragen? Und seht ihr, Das Ereignis steht. wie sie reagiert? Ist sie nicht lieb, die Siri? Wie gesagt, hier mein Netzwerk, mein Netzwerk, meine Referenzen und weitere Referenzen natürlich sind auf meiner anderen Hauptpage. Aber das ist mein Veranstaltungsseiner. Ich wünsche euch schönen Tag, schönen Abend, schöne Woche und kommt gerne, lasst euch berieseln, bildet euch weiter. Mal zu diesem Event. Dieses Event wird es im zweiten Quartal, dritten Quartal, vierten Quartal auch offline geben. Aber dazu mache ich nochmal ein separates Video. Aber erstmal findet dieses Event im Februar statt. Online, Corona-konform, bei dir zu Hause. Du musst dich nicht testen lassen, du brauchst dich nicht zu impfen. Kannst einfach dich auf den Stuhl setzen, vor dir deinen Laptop haben und einfach dieses Event genießen. Vielleicht mit einem Glas Wein, Glas Gin, Glas Bier und daneben deine Flips, Dips, Chips und so weiter. Vielleicht machst du auch noch separat ein kleines Event mit deinen Nachbarn und lädst die noch mal ein. Haben wir einen Deal? Dann klick jetzt auf den Link. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schönen Tag. Und wir sehen uns. Versprochen? Versprochen? Alles klar. Auf Wiederhören. www.bartampodenwald.de Meine Lieben.